später mal, der Deutschlehrer war gut, der Geschichtslehrer war gut, aber sonst das System, ich wollte raus. Das Dumme war, ich habe immer nur das gelernt, was ich lernen wollte und nicht, was die wollten, was ich lerne. Also das war das große Problem. Ich war bereit, wissen Sie, ich wurde erwischt, wenn ich John Steinbeck unter dem Tisch las oder sowas, dann wurde ich erwischt vom Lehrer. Das, aber das nehmen wir doch gar nicht durch, aber es hat mich interessiert. Ich habe mein Wissen wahrscheinlich dann dort, wo ich es herholen wollte, habe ich es hergeholt. Aus Büchern, 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 Büchern. Ich habe die Schule gehasst. Und zwar ziemlich von Anfang an. Ich erinnere mich in der Volksschule, da wurden wir noch mit dem Rohrstock geschlagen. Das hat mir keine psychischen Schäden eingebracht. Allerdings erinnere ich mich stets an das Lied, das wir damals gesungen haben. O Tannenbaum, der Lehrer hat mich blau gehauen. Drüssen muss ich in der Ecke stehen und meine blauen Flecken zählen. Ich habe immer gehofft, dass die Schule mal vorbei ist. Das war's. Das war bei mir immer so. Ich habe die Schule leider gehasst.